damit es nicht langweilig wird, wurde unser nächster Gast in Moskau geboren. Er ist freiberuflicher Dolmetscher, Übersetzer und nicht nur bei den Piraten in München, sondern auch Mitglied des Schiedsgerichts der Piratenpartei Russland. Boris Dorowski, dein Podium. Ja, ich bin heute etwas desorientiert. Statt einer Lederhose habe ich eine Lederjacke, bekomme deshalb wahrscheinlich auch kein Bier. Aber zum Thema, ja, meine Rede war ja betitelt undemokratisch, asozial, verbotsgeil, fortschrittsfeindlich. Das trifft grundsätzlich auf alle von den sogenannten etablierten Parteien in Deutschland zu. Aber bei einer irritiert es mich ganz besonders, weil die Grünen werden ja immer wieder in die Nähe der Piraten gerückt und es heißt ja, die Piraten sind die neuen Grünen oder die Grünen sind die alten Piraten oder den Grünen laufen die Wähler zu den Piraten weg. Ja, das letzte stimmt sogar und ist gut so. Aber was ist denn da sonst noch dran? Da könnte man sich zuerst mal die inhaltlichen Themen der Grünen anschauen. Davon gibt es ja bekanntlich eine ganze Menge. Die sind ja nicht irgendwelche Ein-Themen-Partei. Zum Beispiel haben sie das Kernthema Umweltschutz. Dann gibt es noch das Thema Umweltschutz. Und ja, Umweltschutz. Auf jeden Fall ist eine gute Sache, aber im Verständnis der Grünen sollte es lieber nicht Umweltschutz, sondern dedizierte Technikfeindlichkeit heißen. Wenn es Grüne in der Steinzeit gegeben hätte, dann wäre wahrscheinlich derjenige, der als Erster auf die Idee käme, ein Feuer anzuzünden, von denen schonungslos zusammengemacht worden. Wie? Ein Feuer? Das birgt ja unkalkulierbare Restrisiken. Da kann der ganze Wald abbrennen. Feuerausstieg sofort. Man kann sich vorstellen, wie weit die Menschheit mit einer solchen Einstellung gekommen wäre, aber zum Glück sogar, wenn es damals Grüne gab, dann haben sie sich der Artenvielfalt verschrieben und die letzten hungernden Säbelzahntiger vor einem Hungerton bewahrt, in der Rolle eines Mittagssnacks. Insofern sind wir doch so weit gekommen, um sogar Computer und Internet zu entwickeln. Da spielen ja die Grünen jetzt auch ganz groß mit als neue Netzpartei, neue internetaffine Partei. Das Lustige ist, die waren die letzte von den großen Parteien, die sich mit Computer angelegt hat, weil zuerst kam natürlich die normale Reaktion. Der neue Technik, der Finger weg davon von Teufelszeug, kann ja nichts Gutes bringen. Dass da mittlerweile geballte Fachkenntnis in Sachen Internet und digitale Welt besteht. Ja, kann man sich vorstellen, wie die Sachkenntnis ausschaut. Es bestehen aber auf jeden Fall Verknüpfungspunkte zu der Union. Das Einzige, worauf die sich noch einigen müssten, um die schwarz-grüne Harmonie herzustellen, dass das Internet zukünftig nur auf Recyclingpapier ausgedruckt wird, dann wird es schon klappen. Ja, inhaltlich haben die Grünen ja auch was anderes zu bieten oder sagen sie zumindest. Auf jeden Fall für den nächsten Bundestagswahlkampf haben die angekündigt, soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt zu rücken. Das Problem ist aber, ein ganz kleines Problem, dass die Grünen von all den etablierten Parteien die asozialste sind. Ich rede jetzt nicht von der ex-liberalen Splitterpartei, die sind nicht asozial, die sind antisozial. Aber von dem Rest, in der heilen grünen Welt, wo die meisten grünen Mitglieder und auch grünen Wähler leben, da ist eine Energiesanierung oder eine Photovoltaikanlage anzubringen eine sehr gute Investition, das rechnet sich. Da kann man Kosten sparen und dazu noch ein gutes Gewissen haben. Wie kann man Nein dazu sagen? Und wer das Auto jede 3 Jahre auswechselt, weil das gehört sich doch nicht mit einem 5 Jahre alten Karren da rumzufahren, den trifft es natürlich auch wenig, dass mittlerweile die Verordnung ergangen ist, ins Benzin Wodka reinzukippen. Die neuen Autos sind ja darauf gut geeicht und es geht an denen komplett vorbei, dass es angeblich noch Menschen in diesem Land gibt, die schon so kaum damit auskommen, ihre Mietkosten und Stromkosten zu bezahlen und für die eine Photovoltaikanlage auf dem Dach keine gute Investition ist.
dass es Menschen gibt, die auch mal ein 10 Jahre altes Auto fahren und dann überrascht sind, dass dem Auto der Wodka noch weniger gut tut als dem Menschen. Das mit dem Sozialen klappt bei den Grünen also auch nicht besonders gut. Aber ja, gerade wir sollten wissen, Politik besteht ja nicht nur aus Inhalten, sondern auch aus der Art und Weise, wie sie gemacht wird. Und da kommt immer wieder mal die Situation auf, dass die anderen, die politischen Gegner oder sogar der Bürger, eine andere Meinung vertritt als man selber. Dafür gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Man könnte zum Beispiel in einen Dialog treten, Aufklärung betreiben, Überzeugungsarbeit. Bei uns Piraten ist die Methode des sogenannten Shitstorms sehr beliebt. Aber das ist alles nichts für die Grünen. Politiker und Politikerinnen. Sobald ein Grüner auch nur ein Quäntchen Macht bekommt, dann gilt sofort eines: verbieten, vorschreiben, notfalls einschränken, aber dann mit heftigen Strafen. Dann haben wir solch hervorragende Gesetze wie zum Beispiel das Glühbirnenverbot oder kaum kam wieder mal eine neue Technik auf den Markt, E-Zigarette. Sofort wurde sie in NRW verboten von der Gesundheitsministerin, natürlich auch eine Grüne. Und der Grüne weiß fast so gut wie die Deutsche Bahn, was der Bürger will. Und wenn der Bürger eine andere Meinung dazu hat, dann muss er halt an die Kandare genommen werden. Und das Größte, wovor der Grüne Angst hat, ist eben ein mündiger Bürger, der seine eigene Meinung hat, wenn die nicht mit der Meinung der Grünen übereinstimmt. Und daraus rührt wahrscheinlich auch die Einstellung der Grünen zu Demokratie. Die schreiben sich das ja immer ganz gerne auf die Fahnen: Basis, Demokratie, Bürgerbeteiligung. Was sie wirklich davon halten, hat man ja bei der bereits erwähnten Abstimmung zu Stuttgart 21 gemerkt. Als sie gemerkt haben, okay, das geht jetzt doch nicht so aus, wie wir es uns wünschen. Da wurde in großer Eile an Ausreden gebastelt, warum das schiefgelaufen ist, und die Fragen waren falsch gestellt und kleine gelbe Männchen haben mit verseuchten psychoaktiven Spätzle die Bürger manipuliert, damit sie auf die Gehirnwäsche reinfallen, bloß um nicht einzugestehen, manchmal ist der Bürger eben anderer Meinung. Noch dreister haben sie das bei dem Bürgerbegehren gegen die dritte Startbahn am Münchner Flughafen gemacht. Da haben sie getreu dem Motto, wir sind die bürgernahe Partei, ein Bürgerbegehren eingeleitet. Bloß gleich bei der Ankündigung gesagt, aber ein Ja werden wir trotzdem nicht akzeptieren. Dann kann man es sich gleich sparen. Also ich glaube, die grüne Regierung, wenn sie in Baden-Württemberg wieder abgewählt wird, wird sich ganz gut mit Herrn Mappus auf dem ehemaligen Treffen der baden-württembergischen Regierungsmitglieder unterhalten können. Der hatte auch ähnliche Vorstellungen. Wir sehen ja alle, wohin ihn das geführt hat. Ja, es muss aber doch irgendwelchen Grund geben, warum die Piraten so immer wieder mit den Grünen in einem Satz erwähnt werden. Also an der Politik kann es nicht liegen, an der Politikeinstellung kann es nicht liegen. Und ich musste wirklich stundenlang Internet gucken, um festzustellen, dass es doch eine Gemeinsamkeit gibt. Und zwar vom letzten Jahr, Bärbel Höhn in der Talkshow: Ja, wir sind doch auch eine moderne Partei, wir benutzen doch Twitter. Na, herzlichen Glückwunsch, liebe Grünen, aber das ist doch ein bisschen wenig.